gibt fast 20 Projekte, von denen wir wissen, die Patenschaften in Bremen umsetzen. Und die Erfahrung zeigt, dass es einfach sinnvoll ist, sich auszutauschen. Also man hat ähnliche Fragen, man hat ähnliche Herausforderungen. Man muss Freiwillige gewinnen, man muss sie auswählen, man muss sie miteinander verknüpfen. Die Freiwilligen müssen begleitet werden und die Patenschaften müssen auch ordentlich beendet werden, damit es für alle eine gute Erfahrung ist. Und da ist es gut, voneinander zu lernen und sich weiterzubilden und zu schauen, dass auch bestimmte Qualitätsstandards in Projekten eingehalten werden. Das ist uns als Freiwilligenagentur eben wichtig, dass Freiwillige einen sicheren und guten Rahmen vorfinden, wenn es sich auch um so ein anspruchsvolles Engagement wie in Partnerschaften handelt. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man Schritt für Schritt vorgeht. Und nicht mit der großen Vision eines großen Netzwerkes anfängt, was bestens ausgestattet irgendwie alle Themen gleichzeitig bearbeitet. Ich glaube, es ist wichtig, halt, dass die Akteure, die da sind, ausgehend von ihren Fragen und von ihren Vorhaben das Netzwerk ausentwickeln. Und ich glaube, da startet es immer erstmal mit dem kollegialen Austausch, mit der gegenseitigen Fachberatung sozusagen auf der Ebene der Koordinatoren, dass man sich gemeinsam fortbildet zu Themen, die einen gerade persönlich interessieren. Und dann kann sich alles Weitere auch daraus entwickeln. Man muss ja auch erstmal Vertrauen zu all den anderen Projekten aufbauen und zu den Koordinatoren auch in den Projekten, um vielleicht auch zu merken, okay, wir haben vielleicht ähnliche Themen, wo wir uns auch mal in die Quere kommen könnten, aber gerade deswegen müssen wir miteinander ja auch reden und ein bisschen abgestimmt in manchen Bereichen vielleicht auch agieren. Es gab schon im März in diesem Jahr ein erstes Treffen von 6, 7 Koordinatorinnen und Koordinatoren von Patenprojekten, die sich bei uns in der Freiwilligenagentur einfach mal getroffen haben und da zu dem Schluss gekommen sind, das ist sinnvoll, dass wir uns treffen, das sollten wir öfters tun. Und da war es eine sehr schöne Gelegenheit, heute das Open Transfer Camp zu nutzen, diesen Kreis auch nochmal zu öffnen, einzuladen, dass noch mehr Patenprojekte dazukommen und man einfach auch mal in den Austausch darüber geht, was wollen wir eigentlich gemeinsam machen, was sind Themen, die uns interessieren. Und da gab es heute auch in der Session, die stattgefunden hat, schon ganz viele Anregungen, was man eigentlich gemeinsam machen könnte, was hier noch ein Überbleibsel des Workshops ist. Ich bin Fan von voneinander lernen und miteinander kooperieren und da ist diese Methode natürlich einfach prädestiniert für. Und das hat heute die Session auch wieder gezeigt, dass sich da einfach dann alle einbringen und nicht eben passiv zurücklehnen, sondern selbst schauen, wie knüpft das an meine Themen und Fragen an. Und das funktioniert einfach gut.